herzlich willkommen zurück und ja, schauen wir doch mal, wie es weitergeht. Da liegst du falsch, Kumpel. Nein, das tue ich nicht. Diese Grenzweltenradikalen stecken hinter dem Schlamassel. Nicht zu fassen. Maniac der Politwissenschaft. Ja, frag den Colonel. Wir waren Zeugen. Das Depot in Orlando ist von einem Grenzweltler in die Luft gejagt worden. Maniac, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass die Miliz der Grenzwelten technologisch gar nicht fähig ist, sowas durchzuführen? Wer weiß, welche Entwicklung sie seit dem Großen Krieg durchmachten. Irgendwelche Piraten haben jedenfalls nicht so viel Feuer. Du hast recht. Die Grenzwelten waren schon immer die Stiefkinder der Konföderation. Obwohl sie uns beim Kampf gegen die Kilrathi unterstützten. Die Grenzwelten sind doch nur gefragt, wenn die Konföderierten Gefangene oder Giftmüll loswerden wollen. Das wissen wir alle. Sie behandeln sie wie Kolonien und nicht wie Partner. Wenn sie es wirklich waren, muss es eine Verzweiflungstat gewesen sein. Guerillakrieg. Ja, ja. So. Ah, Colonel. Ich wünschte, ich könnte mehr Vertrauen in die Daten von der Aufklärung haben. Wir konnten in das Territorium der Grenzwelten eindringen. Im Tiersystem wird eine Geisel festgehalten, die sehr wichtig ist. Wir müssen eine Befreiungsaktion starten. Zuerst muss der Aufenthaltsort der Geisel herausgefunden werden. Erst dann können wir einen Plan fassen. Deshalb brauche ich sie. Laut unserer Aufklärung ist die Geisel in diesem Komplex auf Tier 7. Aber wir benötigen noch mehr Informationen. Unsere Jäger wurden mit neuen Lasern ausgerüstet. Damit kann man exzellente Fotos machen. Fliegen Sie so nah ran, wie Sie können. Und schießen Sie möglichst viele Bilder. Ja, ja. Und werfen Sie einen Blick auf die Karte und in das Infomaterial, damit Sie über die technischen Details Bescheid wissen. Muss ich mit Widerstand rechnen? Naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Spione mit Kameras dort gern gesehen sind. Seien Sie vorsichtig, wir sind an Fotos und nicht an toten Helden interessiert. Haben Sie verstanden? Natürlich, Sir. Gut. Ich sag euch, die Mission ist der letzte Crap. Ich hasse sie wie die Pest. Ja. Oh Mann. Das ist schon, wenn man unverwundbar ist, einfach nur eine ätzende Mission, ne? Ich wollte noch mal sehen, wie das vonstatten geht hier bei mir, wenn ich das ohne Unverwundbarkeit versuche. Also ab geht die Reise. Die Konföderation verlor heute ihren größten Helden. Ja, nee, die Kilrathi nannten ihn einst das Herz des Tigers. Mhm. Nachdem er vom Tod des Colonels erfuhr, sagte Admiral Geoffrey Torwin, er war ein Mann, dem ich stets vertraute. Ein Mann, den wir zutiefst vermissen werden. Ja. Das geht ja gut los, ey. Leckt mich bloß am Arsch, ey. Mann, ey. Scheiße. Bisschen offensiver hier. Oh, jetzt habe ich mir aber selber einen mitgegeben, oder? Nö, no damage, sagt er. Na gut, weg ist weg.
Ja, ich habe doch einen mitgekriegt, wie man sieht. Aber wie stimmt das nicht, wenn man sich das anzeigen lässt? So. So, genau, wenn man dann mit den anderen landet, dann ist das hier so, dass man bei diesen, ja, wenn man durch die, ne, eingedrungen ist da in den Planeten, in die Atmosphäre, dann sind die Einstellungen hier weg, aber hier mit den Waffen, das hat er rausgemacht. So. Ich sag euch, ich hasse diese Mission. Die ist einfach nur eklig. Einfach nur eklig. So, erstmal den Raketenstartkram hier unten. Kette loswerden. Scheiße, Mann. Gib mir fort. Mit euren Raketen hier, ey. Ja, geil, ey. Die Au, Konföderation verdammt, ey. verlor heute ihren größten Ja, Helden. ja. Die Kilrathi nahm. Komm, ist gut. Naja, muss ich tatsächlich den Schwierigkeitsgrad runter machen, weil das geht hier einfach mal gar nicht. Ja, der ist ziemlich, ja. Muss ich tatsächlich auf Anfänger wieder spielen, ja. Typisch Gelegenheitszocker oder so. Hoffentlich schaffe ich das so. Ist ja voll ätzend hier. Ja, teilweise ist es verdammt einfach jetzt gewesen und jetzt ist es teilweise wieder verdammt schwer. Ja. So, jetzt kommt mal ran hier. Oh, Jungs. Na gut, war sowieso schon wunder, dass ich im dritten Teil so gut durchgekommen bin, immer auf Veteran. Ne? Normalerweise geht es ja bei diesem Spiel ja nur um die Story, aber naja, gut, weiter geht's. Na, schon so ein LP macht, dann will man ja irgendwie auch ein bisschen was leisten, sag ich mal hier. Oh, quasi ohne Cheats spielen oder was? Gehen selbst auf einfach mit total ab, ja. Also auf Anfänger. Das ist aber mal Ruhe hier. So. Bilder, ne? Muss ich auf mit H umschalten hier. Wenn ich Glück habe, hat sich die ganze Sache schon. Ich glaube aber nicht. Aufgabe erfüllt. Weiter zum nächsten Wegpunkt. Ja. Das Ganze muss man, glaube ich, dreimal durchstehen hier, ne? Oh, Scheiße. Jetzt haben wir schon nur noch einen so einen Flieger hier als Gegner gerade. So.
Tja, dann. Machen wir mal ein paar Fotos, wa? Aufgabe erfüllt. Weiter zum nächsten Wegpunkt. Und die ganze Suppe nochmal. Raketen sind leer. Können wir noch mal Fotos schießen hier? Und dann haben wir es hoffentlich hinter uns gebracht hier. Danach kommt dasselbe noch mal mit Grün. Also, naja, nicht ganz, aber naja, ihr werdet sehen. Ja, Fotos hier. Mission abgeschlossen. Jo, dann weg hier. Benötige Landeerlaubnis. Gut gemacht, Colonel. Sie dürfen jetzt landen. Läuft. So. Wenn wir schon dabei sind, dann ziehe ich hier jetzt auch gerade glatt durch, weil das wird richtig ekelhaft. Nehme ich an. Herein! Aufklärungsdaten? Nein, es ist nicht ganz so wichtig. Nur eine Übermittlung an meine Enkel. Das neue Schuljahr macht sie etwas nervös. Was wollten Sie mit mir besprechen? Diesen Auftrag, den wir ausführen. Ja, wir beginnen bald mit der Befreiungsaktion. Wird nicht leicht. Warten Sie die Einsatzbesprechung ab. Meine Zeit ist jetzt begrenzt. Ich muss mich auf der Brücke melden. Bis dann in der Kommandozentrale. Irgendwas ist hier komisch, ne? Naja. Ich will das nicht spoilern. Die Konföderation sieht diese Mission als extrem wichtig an. Gibt's einen Grund dafür? Fangen wir mit der Besprechung an. Ja, Sir. Es sind feindliche Verstärkungen auf dem Weg hierher. Wir müssen also schnell handeln. Ein Truppentransporter hat uns gerade angeflogen. Er wird direkt hinter Ihnen fliegen und die Bodentruppe transportieren, die Geisel befreien soll. Dank Ihrer Aufklärungsarbeit wissen wir jetzt genau, wohin wir müssen und was uns bevorsteht. Hier ist der Aufenthaltsort der Geisel. Sie müssen dem Truppentransporter Deckung geben. Stellen Sie sicher, dass er heil zurückkommt. Alles klar, Colonel? Selbstverständlich. Ja. Ja, können wir diese Hellcat fliegen? Naja. So, jetzt versuche ich das aber zumindest nochmal wieder Veteran. Weil jetzt habe ich auch Flügelmann. Nämlich Maniac, nehme ich an, war es, glaube ich. Ja, und dann ist das Ganze jetzt nicht mehr ganz so unmachbar.
Sieh mal an. Jo. Mein Ziel angreifen. Da läuft nichts, Colonel. Das ist ein Lösen Spinner. Und feuern. Jetzt kommt Maniacs Zauberschau. Schlägt wieder zu. Sofort Formation bilden. Da läuft nichts, Colonel. Er hört einfach nicht auf mich. Das ist doch gerade. Maniac schlägt wieder zu. Na ja. Nur viel Fliege schlechter wie im Wing Commander 3 hier. Da stimmt doch irgendwas nicht. Naja, gut, auf geht's. Ja, sieh mal an. Lösen und feuern. Jetzt kommt Maniac Zauberschau. Maniac schlägt wieder zu. Ja, was hab ich mir gedacht, dass was kommt? So. So, und am besten macht er das gleich direkt so, dass er die jetzt rettet da. In Anführungsstrichen retten, weil ich ja jetzt hier nicht spoilern will. Das aber dennoch getan habe. Na komm schon, hau raus, Truppentransporter 535, bla bla bla. Wir haben jetzt das Paket, komm schon. Sonst wird es ja richtig eklig. Truppentransporter 535, also. Wir haben jetzt das Paket. Holen Sie uns raus, Colonel. Jo. Mission abgeschlossen. Abdampfen hier. Also mal Standardeinstellung lassen, ne? Ja, Hammer, mal schauen hier. Ja, sieh mal an. Lösen und feuern. Jetzt kommt Maniacs Zauberschau. Maniacs Zauberschau. Boah, da ist ja noch einer. Stirb, du Drecksack! Ey, verpiss dich, Junge. Das gibt's doch nicht. Die Konföderation verlor heute ihren größten wahr. Helden. Die Kilrathi nannten. Das kann nicht wahr sein, oder? Hey, diese Mission ist richtig zum Würgen. Also wieder auf Anfänger. Mann, ey. Also nochmal raus da. Ja, sieh mal an. Lösen und feuern. Jetzt kommt Maniacs Zauberschau. Nicht schlecht geschossen. Für den Farmer. Ja. Maniac schlägt wieder zu. Nochmal darauf. Ach je, ach je, ach ja. Ja, sieh mal an.
und feuern! Jetzt kommt Maniacs Zauberschau! Ich glaube, da habe ich einen abgekriegt, oder? Ich voll drauf geflogen bin. Schadensmeldung geben! Sind Sie vielleicht meine Mutter? Spinner. Mit dem ich fliegen muss, lasse ich das lieber. Der geht mir voll auf den Keks. Truppentransporter 535, wir haben jetzt das Paket. Holen Sie uns raus, Colonel. Mission abgeschlossen. Jo, dann ab dafür. Wollen wir mitgekriegt, ja. Mann, Mann, Mann. Ja, sieh mal an. Lösen und feuern! Jetzt kommt Maniacs Zauberschau! Maniac schlägt wieder zu! Fliegen wir pervers gut, der sitzt da nicht mehr. Anfänger halten die halt nicht so viel aus dafür. Muss man ja auch lassen. Braucht die ja eigentlich nur treffen, glaube ich. Nicht schlecht geschossen für den Farmer. Na ja, komm, halt einen Sabbel, du Vogel, ey. Benötige Landeerlaubnis. Befreiung erfolgreich, Colonel. Wir verlassen gleich das System. Sie dürfen landen. Jo. Und damit hat sich diese Mission dann auch mal. Kann ich wieder normal weitermachen, will ich doch schwer hoffen hier. Was ist los? Besuch kommt. Captain Hugh Paulson von der 3. Flotte mit Befehlen vom Regionalkommando. Willkommen an Bord, Captain. Das müssen ja wichtige Befehle sein, dass Sie sich persönlich auf den weiten Weg machten. Alle Befehle der Konföderation sind wichtig. Die Lexington soll laut Befehl sofort zum Maser-System fliegen. Dort treffen wir mit der 3. Flotte zusammen. Ich informiere den Navigator. Weihen Sie mich in die Befehle der Konföderation ein? Oh, wir haben eine Menge zu besprechen. Unter vier Augen, Captain. Am besten, wir gehen in meine Privaträume.
Colonel Blair, bitte zur Einsatzbesprechung. Nachricht vom Hauptquartier. Okay. Nachricht erhalten. Ich grüße Sie, Colonel. Ich nehme an, man fühlt sich gut, wenn man wieder in einem Cockpit sitzt und die Interessen der Konföderation verteidigt. Zweifellos haben Sie auch ein paar Ihrer alten Freunde wieder getroffen. Kameradschaft im Feld, dafür würde ich sogar auf meinen Rang verzichten. Es sind oft gefährliche Schlangen, mit denen ich hier zu tun habe. Ohne das Feindbild der Kilrathi sind unsere verschiedenen Interessen nur schwer zu vereinen. Oh, das bringt mich auf das eigentliche Thema. Ich würde gerne wissen, wie Sie die Lage an der Grenze einschätzen. Steuern wir auf einen offenen Krieg zu? Ich erwarte Ihren Bericht. Vielen Dank. Antwort aufzeichnen? Ja. Bitte beginnen. Admiral Tolvin, die Lage hier ist immer noch sehr ungewiss. Wir kämpfen zurzeit gegen Piraten, Raumschiffe der Grenzweltler und unbekannte Flugobjekte. Es ist schwer zu erkennen, ob ein Plan dahinter steckt. Ich fürchte, ich kann dazu nicht mehr sagen. Aber ich würde Sie gerne etwas fragen. Über Captain Hugh Paulson von der 3. Flotte. Er kam an Bord mit Anordnungen des Regionalkommandos. Nachricht aufgezeichnet. Tja, da stimmt doch irgendwas nicht. Aber so viel dann im nächsten Teil.